Ich habe heute ein Date und deswegen mache ich eine Cheeseburger-Pizza. Als erstes brauchen wir einen ganz normalen Pizzateig, den rollen wir dann auf so ein Backblech auf. Dann nehmen wir ein bisschen Tomatensoße und verteilen das da drauf. Danach brauchen wir eine Packung Rinderhackfleisch und verteilen das einfach oben drauf. Das Ganze dann mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem schlimmsten Part überhaupt, Zwiebel schneiden. Ich muss da einfach immer heulen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Naja, egal. Jetzt kümmern wir uns um die Tomätchen. Und saure Gurken brauchen wir auch. Es soll ja eine Cheeseburger-Pizza werden. Okay, und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Seid ihr Team viel Käse auf eine Pizza drauf oder mit wenig Käse? Ich hau da immer eine ganze Packung drauf. So, und jetzt Backofen an, Pizza rein und Pizza ist fertig. Wir sind schon fast fertig. Wir brauchen jetzt nur noch die Burgersoße, die kommt ganz oben drauf. Und jetzt nur noch das Ganze schneiden und servieren. Leute, diese Pizza ist so endgeil. Das Beste, was ihr jetzt tun könnt, ist, schickt das euren Eltern, euren Freunden, damit die das einfach mit euch machen. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, dann drückt auf Plus für mehr.